Wir haben heute den ersten Joint Venture Talk vom IIBA und von CA Open. Wer ich bin und worum es im Kern geht, das seht ihr, das sehen Sie in den nachfolgenden ungefähr 40 Minuten. Und ich würde vorschlagen, wir starten einfach gleich mal und steigen ins Thema ein. Denn, also bitte nicht erschrecken, ich habe für 40 Minuten 34 Folien mitgebracht, mit jeder Menge Links und weiterführende Informationen. Aber mitunter sind die Folien sehr leer, es sind mitunter nur ein, zwei, drei Schlagworte drauf, also nicht erschrecken, es wird hoffentlich kein PowerPoint-Kino. Vielleicht noch eine Information zu den Folien, wir werden die auch im Nachgang verteilen, sie stehen natürlich auch unter freien Lizenzen. Alle blauen Dinge, die ihr oder die Sie auf den Folien sehen, sind Links und können nachverfolgt werden, können geklickt werden. Vielleicht das einfach nicht wundern, ich mache davon ganz gerne Gebrauch und es ist in den Folien auf vielen Ebenen verwendet. So, dann willkommen von meiner Seite. Mein Name, ich habe es gerade schon gesagt, bevor die Aufzeichnung lief, Markus Tiede. Ich bin heute, glaube ich, in verschiedenster Rolle hier unterwegs und darf zu Ihnen sprechen. Unter anderem bin ich als Dozent am Digitallabor für digitale Nachhaltigkeit am Institut für Public Sector Transformation, mittlerweile seit einem Dreivierteljahr als Dozent und Berater für die öffentliche Beschaffung tätig. Das ist der eine Hut, den ich heute mitbringe im Referat. Und der andere Hut des Referats, den ich mitbringe, ist als Geschäftsführer des Vereins CA Open und als Vertreter im Organisationskomitee der Konferenz für digitale Nachhaltigkeit. Eben ist das Thema Open Source für mich im Prinzip omnipräsent als Dozent, als Geschäftsführer und mitunter noch in verschiedenen ehrenamtlichen Engagements. Und ich hoffe, euch von daher aus verschiedensten Perspektiven da einen Eindruck vermitteln zu können. Last but not least, meine Geschichte rund um Open Source hat relativ für mein, in Anführungsstrichen, junges Alter relativ früh begonnen. Ich bin schon seit 15 Jahren mit dem Thema verbunden, mitunter 7 Jahre im Rahmen der Open Source, also als Softwareentwickler im Rahmen eines Open Source Projekts bei der Eclipse Foundation. Das vielleicht so als Hintergrund. Ich bin eine technische Person, die versucht, möglichst untechnische Dinge manchmal zu erzählen. Fällt mir manchmal leichter, manchmal nicht ganz so leicht. So, wenn man jetzt einen solchen Vortrag wie den heutigen vorbereitet, dann geht es mir ganz häufig so, ich mache sowas aus. Ralf und ich, wir kennen uns eben schon. Wir haben ein bisschen die Themen vorher abgesprochen, die wir heute erzählen wollen. Und man in der Vorbereitung des Vortrags schaut man in das Line-up rein und denkt und schaut, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Was wollte ich denn eigentlich heute nochmal erzählen? Und wie soll sich der Vortrag gliedern? Und was möchte ich denn eigentlich heute rüberbringen? Und das Ganze gliedert sich in plus minus 4 grobe Teilbereiche, die mehr oder weniger zusammenhängen, aber schon in sich auch ein klein wenig losgelöst sind. Wir wollen am Anfang erstmal ein kleines Intro bieten, indem wir darüber sprechen, was sind denn eigentlich so die Basics, denn für mich ist das Thema Business Analyse auch plus minus neu. Was sind denn so die Basics oder so die Kernaussagen im Bereich, was ist Business Analyse? Was sind so die Kernaussagen und der Kernfokus von Open Source Prinzipien? Das wird so vielleicht die ersten 10 Minuten in Anspruch nehmen. Danach werden wir Schlag auf Schlag uns einfach 10 Minuten lang darauf mal fokussieren, Open Source Alternativen uns anzuschauen oder Open Source Tools uns anzuschauen, die es schon einfach gibt und Lösungen, die aus meiner Sicht eine klare Empfehlung zur Nutzung darstellen. Dann werden wir uns im dritten Teil des Vortrags so ein klein wenig mehr mit den Details im Hintergrund beschäftigen, denn im Kern geht es bei Open Source darum, dass Dinge mit freien Lizenzen versehen sind. Das heißt, wir müssen ein klein wenig über Lizenzen vielleicht sprechen, Lizenzen einordnen, was gibt es für Lizenzen, eine grobe Einordnung. Und dann auch noch, wenn man vielleicht Evaluationen durchführt, für Empfehlungen, zum Beispiel auf Open Source Komponenten oder auf Open Source Lösungen zu setzen, wie kann man solche Evaluationen durchführen, was gibt es da für Evaluationskriterien, was gibt es da für Plattformen. Da werden wir uns ein paar anschauen. Und last but not least, und da wechseln wir die Flughöhe, werden wir ein klein wenig so den nationalen und internationalen Blick und die aktuellen Aktivitäten uns anschauen. Also einerseits sowohl auf die Schweiz bezogen und dann auch etwas höher auf höherer Flughöhe, was läuft zurzeit auch in der EU zum Thema Open Source. Also die beiden größeren Stoßrichtungen, die da existieren. Das sind so die 4 Teilbereiche, die wir uns jetzt, ich würde mal sagen, die nächsten 30, 35 Minuten gemeinsam anschauen wollen. Und wir starten einfach mal mit den Basics von der Business-Analyse und mit den Basics von Open Source. In dem Vorgespräch haben Ralf und ich gesagt, hey, wie starten wir mit dem Thema, wie verbinden wir das Ganze? Und wir haben gesagt, wir starten einfach mal mit der grundsätzlichen Sicht und Definition, was ist Business-Analyse?
Und du hast mit mir diesen Grundsatz, glaube ich, auch vom IIBA geteilt, die Grunddefinition des Selbstverständnisses. Was versteht das IIBA unter der Business Analyse? Und in dem einen Kernsatz, den man auch auf der Website an vielen, vielen Stellen findet, der endet auf das Kürzel Recommending Solutions that Deliver Value. Ja, also im Prinzip Empfehlungen aussprechen zu können, die wertstiftend sind. So, jetzt habe ich mir überlegt für den heutigen Vortrag, mache ich erst noch eine Definition, was ist Wert oder wie interpretieren wir Wert? Vielleicht entwickeln wir dann gemeinsam das Gefühl in der nächsten halben Stunde. Und ich habe einfach mal, ich mache ganz gerne auch so Emojis mit dazu. Ich habe den Schweizer Franken leider nicht gefunden, von daher ist es die Euronote geworden. Aber es soll so ein bisschen Wert oder stellvertretend dafür stehen, dass wir vielleicht versuchen, das Ganze schon, also Value im Sinne von Monetarisierbarkeit oder auch von Kosteneinspar-Cases zum Beispiel, uns anschauen. Also, das ist so ein bisschen vielleicht die Metrik, die ich versuche auch rauszuarbeiten, am Ende auch mit Plattformen zu belegen, wie man problemlos Wert liefern kann, indem man auf Open Source Alternativen setzt oder diese empfiehlt. Und das geht insofern sehr schön Hand in Hand mit den Grundprinzipien der Open Source Definition, denn es gibt im Kern, dreht sich Open Source, ich muss noch anders anfangen. Open Source, den ihr seht jetzt hier, blau sind alles links, die Four Freedoms der Free Software Foundation. Wenn man Open Source hört, dann hört man mitunter verschiedene Dinge quasi als Synonym. Man hört häufig Open Source, man hört Free Software, man hört Free and Open Software, man hört FOSS, man hört OSS, man hört OS als Akronym zum Beispiel, jeweils aus diesem Dunstkreis. In der Intention her meint man mit allem im Prinzip das Gleiche. Dazu muss man, wenn man historisch kurz ausholt, verstehen, dass Open Source und der Grundgedanke ist plus minus schon 50 Jahre alt. Und man lief ungefähr 20 Jahre lang mit der Definition herum oder mit dem Messaging herum, dass man gesagt hat, man möchte Free Software unterhalten und freigeben. Free Software. Und es gab häufig das Missverständnis, dass Free immer übersetzt wurde mit, man kann das frei nutzen, was ein Aspekt ist, aber das Free as in Software ist Free as in Freedom und nicht Free as in Free Beer. Und weil es da immer dieses Missverständnis gab, wie ist das Free zu interpretieren, wurde in den 90er Jahren tatsächlich eine Marketingkampagne durchgeführt, wo man den Begriff Open Source geprägt hat, um ein für das Business einfaches Verständnis und nicht so ganz so doppeldeutig geführten Begriff zu verwenden. Also, in dem heutigen Vortrag, das kurz als Präambel dazu, im heutigen Vortrag werden wir das aber einfach als Synonym verwenden, ja, weil es so gedacht war, Open Source. Es gibt noch ein kleines Randthema auf, es gibt einen kleinen, in Anführungsstrichen, Glaubenskrieg, weil die Definition von Open Source ist nicht ganz so streng wie die von Free Software. Aber das blenden wir heute aus. Wir benutzen heute Open Source und Free Software als Synonym und konzentrieren uns von daher im Kern auch auf die sogenannten Free Freedoms, die Four Freedoms der Open Source Definition. Und der erste Grundsatz, oder auch, wenn ihr dem Link folgt, seht ihr den nullten Grundsatz. Und da schwingt schon mit, wo das Ganze herkommt. Die Informatiker fangen immer an, bei 0 zu zählen, nicht bei 1. Und von daher ist das Freedom Nummer 0. Im Prinzip das, was ich jetzt hier auf den Folien mit dem Freedom Nummer 1 betitel, das Freedom to Use, und zwar uneingeschränkter Use, ohne Lizenzkosten, ohne irgendeine Art der Einschränkung, wo es eingesetzt, wo und wie es eingesetzt werden darf. Und wenn man sich das allein nur diese Grunddefinition auf der Zunge zergehen lässt, mit der Grunddefinition des Grundsatzes der Business Analyse, ja, Recommending Solutions, dann kann man im Prinzip sagen, dass wann auch immer man Open Source Software einsetzt oder auch empfiehlt man immer etwas, was im Prinzip per se schon mal gratis ist. Ich glaube, Ralf, dass der Ralf nochmal rein möchte, aber gegebenenfalls schneiden wir das nachher von der Aufnahme weg. Es klingelt halt immer, wenn jemand in den Call noch mit reinkommt. Und in dem Sinne kann man sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell Wert stiften, indem man freie Software empfiehlt und freie Software einsetzt, weil sie in jedem Fall keine Lizenzkosten verursacht. Aber Lizenzkosten ist nur das eine, was man sich spart.
Wir benutzen eben heute und hier für diesen Vortrag, glaube ich, etwas abweichend von dem üblichen Setup beim IIBA, eine etwas andere Plattform, die wir gleich noch im Näheren vielleicht kurz kennenlernen, einmal anteasern, Big Blue Button. Und man stellt auf einmal fest, hey, mit anderen Tools, die man vielleicht auf einmal nutzt, kommen nicht nur keine License-Costs einher, sondern auch neue Möglichkeiten. Also wir könnten jetzt über bestimmte Features hier von Big Blue Button zum Beispiel sprechen, die vielleicht in anderen proprietären oder auch weit verbreiteten Tools, gerade seit der Pandemie, nicht ohne weiteres implementiert sind. Zum Beispiel das gleichzeitige Schauen von Videos oder das gleichgewichtige Durchführen von dezentralen Umfragen. Also ich will damit sagen, man bekommt lizenzfreie oder beziehungsweise kostenlose Software, die gleichzeitig ein sehr hohes Maß an extern geführter Innovation mit sich bringt. Und je nachdem, was ich verwende oder wie ich Open Source verwende, und wir werden heute nicht sehr technisch. Wie gesagt, ich bin ein technischer Mensch, aber ich versuche heute nicht sehr technisch zu sein. Aber man kann sich vorstellen, ich benutze nicht immer nur ganze Softwarelösungen, Komplettprodukte, sondern ich kann Open Source vom Gedanken her, ich kann kleine Bits und Pieces wiederverwenden. Und das ist unter uns gesagt das, was eigentlich jeder Softwareentwickler die letzten 30 Jahre schon gemacht hat und das schon bevor es ChatGPT gab. Er hat angefangen, sich das Leben einfach zu machen und Dinge wiederzuverwenden. Und das führt dazu, dieses Wiederverwenden ist in der Open-Source-Universum auch so einfach, dass mitunter heutzutage, wenn ich auch proprietäre Software habe oder irgendeine andere Art von geschriebener Software, Closed Source, im Prinzip immer einen Open-Source-Anteil darin vorfinde von 80%. Das heißt, ich kann eine sogenannte Software-Kompositionsanalyse machen und wenn ich mir anschaue, was in der Software, in der proprietären Software auch verbaut ist, dann steckt zu 80% Open Source darin. Und das drückt ganz stark dieser Wiederverwendungscharakter und dass diese Dinge nicht neu implementiert werden müssen, das drückt ganz stark die Entwicklungskosten auf allen Businesses, die diese Open Source Komponenten beziehen. Das mal einfach so als ersten Teaser vorweg und so ein bisschen, das wird so die Storyline für heute sein, das Use und Reuse von Komponenten. Und die Quote von 80%, mit der man sehr wahrscheinlich nicht rechnet, wenn man vielleicht Open Source zum ersten Mal hört. Ich versuche das Ganze auch möglichst stark zu belegen mit guten Referenzen und mit guten Werten. An der Stelle jetzt hier führe ich eine Grafik an von der To-Do Group. Die To-Do Group ist die Gruppe Talk Openly, Develop Openly. Die haben sehr, sehr gute Ressourcen zum Thema Open Source. Und auch hier hinter der Grafik zum Beispiel verbirgt sich ein Link. Ich mache den mal geschwind auf. Und wenn wir jetzt vielleicht später noch im Detail diskutieren wollen, was gibt es so an Major-Business-Modelle, wie kann man mit Open Source Geld verdienen. Das ist der Hauptweg, mit Open Source Geld zu verdienen, ist erstmal es zu benutzen. Weil, und das ist eine Gartner-Quelle an der Stelle, weil das durchschnittliche Unternehmen heutzutage setzt, eben wenn man diese Kompositionsanalyse macht, setzt auf zu ungefähr zu 29% auf Open Source Komponenten, weil nicht explizit entschieden wird, auf Open Source zu setzen. Die Best-in-Class-Unternehmen, die ganzen, die heute größtenteils marktbeherrschend sind, die GAFAMs, Google, Amazon, Facebook, Microsoft dieser Welt, die haben eine Open-Source-Nutzungsquote von ungefähr 80%. Explizit entschieden in ihrem Software-Stack und können schon daher einfach ganz stark Kosten sparen, indem sie Komponenten verwenden, für die sie gar keine Kosten bekommen und extern getrieben Innovation und auch Eigenentwicklung, wenn die Quote der Wiederverwendung auch dort bei 80% liegt, ganz stark die Eigenentwicklungskosten drücken können. So, das ist mal so der erste 10-Minuten-Block gewesen. Crossover von IIBA-Definition und Definition von Open Source und der quasi low-hanging fruit, um Wert zu stiften, nutzen, denn im Mittel, ich wusste jetzt nicht genau, welche Unternehmen oder welche Industriezweige heute Abend vertreten sein würden, im Mittel ist es so, dass man hier schon quasi 50% des Software-Stacks sich anschauen kann und überlegen kann, kann ich das durch Open-Source-Lösungen ersetzen. Und damit wir dafür vielleicht ein gemeinsames Gespür bekommen, was es bedeutet, Open-Source-Lösungen kennenzulernen, zu benutzen und leichtgewichtig einfach im Arbeitsalltag mal einsetzen zu können. Ralf, ich glaube, da ist noch eine Person im Wartebereich. Aber vielleicht schneiden wir auch das gleich raus. Schauen wir uns jetzt einfach mal quasi meine Top 10 Tools oder auch Lösungen an, die man oder die ihr im Arbeitsalltag einfach mal benutzen könnt und ein Gespür dafür bekommen könnt, ob das für euch verheben würde. Und ich habe versucht, das so aufzubauen und ich benutze hier eine Grafik von Wikipedia, die so ein bisschen das Schweizer Armeemesser
und die Vielseitigkeit des Open Source zeigt. Und es ist absichtlich, habe ich ganz verschiedene Tools von ganz verschiedener Flughöhe gewählt, die mitunter ganz, also manche sind ganz klein, manche sind recht groß und schwergewichtig, vielleicht hat nicht ganz den Taschenmesser-Charakteristik, aber haben diese Universalität auf jeden Fall, die sie mitbringen. Das heißt, wir versuchen mal wirklich 10 Tools in 10 Minuten durchzukommen, durchzubekommen und einen Eindruck zu bekommen, wie sieht dieses Spektrum aus, was man da vorfindet. Und vielleicht das Erste. Kurze Unterbrechung. Ich sehe keinen weiteren Teilnehmer in der Warteschleife. Was hattest du gemeint? Ah, entschuldige, du hast mich angeschrieben. Entschuldige, du hast mich angechattet. Ja. Ja, okay, genau. Gar kein Problem. Niemand in der Warteschleife. Und vielleicht die erste Lösung, die man also guten Gewissens, also mehr als guten Gewissens empfehlen kann, die ich in der täglichen Nutzung habe, ist LibreOffice. Sehr wahrscheinlich hatte der eine oder andere von euch schon mal so ein OpenOffice gehört. OpenOffice war mal eine ganze Zeit lang recht weit verbreitet und hatten relativ viel Marketing. Das, was aktuell aktiv weiterentwickelt wird, ist LibreOffice. Ist nicht OpenOffice, also einfach dahinter steht, hinter LibreOffice steht die Document Foundation, wird aktiv weiterentwickelt. Es gibt nicht nur einen Rich Client, der auf dem Rechner quasi fest installiert, für Offline-Fähigkeit installiert werden kann. Es gibt auch Online-Kollaborations-Features, die auf einer gemeinsamen Plattform, ähnlich OneDrive zum Beispiel, genutzt werden können. LibreOffice ist eine ganze Office-Suite. Es würde zu weit führen, das komplett auszudeklinieren. Aber es ist eben ein Schreibprogramm dabei, es ist Tabellenkalkulationstabelle dabei, ein PowerPoint dabei. In dem Sinne, ein Impress heißt das Ganze in LibreOffice, ein Malprogramm. Es gibt das Access, das DB-Feature, die gesamte Mathematiksetzung und sogar PDF-Editierfähigkeit, wie man es aus Adobe kennt. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp, es geht weiter. Und da habe ich an dem zweiten Tipp ein wenig geschummelt und überlegt, was empfehle ich hier. Und zwar ist das quasi die Suite für Grafikprogramme. Weil ich habe gerade gesagt, PDF, Adobe. Adobe hat noch sonst eine ganze Reihe weiterer guter Tools, zum Beispiel Tools für das Arbeiten mit Vektorprogrammen. Dafür gibt es in der Open-Source-Welt Inkscape. Arbeiten mit Pixelprogrammen gibt es GIMP, das GNU Image Manipulation Program. Das sind vielleicht die man schon mal gehört hat oder schon mal gesehen hat, auch vom Logo. Wenn man weitergeht, gibt es in der Kreativbranche sehr gute und etablierte Apps, Krita zum Beispiel als Mal-App, als wirklich dedizierte App, mit der man sehr, sehr gut zeichnen kann. Oder auch Darktable als Alternative für Lightroom, also professionelle Fotografie-Nachbearbeitung. Das sind mal so Applikationen, die man vielleicht nicht nur aus dem Business-Kontext kennt, sondern die man auch aus dem privaten Kontext kennt. Und die vielleicht aber eben, da es diesen Crossover, diese Universalität darstellt, relativ guten und leichtgewichtigen Einstieg darstellt. Eben alles, was blau ist auf den Folien, sind Links. Es führt dort sehr leicht zu den Websites. Da kann man die Tools runterladen, ausprobieren. Das kann ich jetzt jeweils in der Minute nicht machen. Aber einfach Empfehlungen geben. Die Sachen sind rock solid und da stehen große Communities dahinter. Dann, sobald man Dateien am Wickel hat, seien es Präsentationen, Word-Dokumente, irgendwelche Grafiken oder Ähnliches, dann ist heutzutage im Prinzip omnipräsent, die ganz leichtgewichtig über verschiedene Plattformen, Systeme teilen zu können. In verschiedenen Universen gibt es dafür proprietäre Tools. Im Open-Source-Universum gibt es den de facto Standard Nextcloud. Ist im Prinzip auch Offline-Replikation, zentrale, auf dem Server deployte Applikationen, die beliebige Clients bedienen kann mit Dateien, auf der ich sogar direkt im Browser online Live-Collaboration im selben Dokument sogar durchführen kann mit bestimmten Plugins. Und es gibt auch davon eine Abspaltung, OwnCloud, hat vielleicht auch schon mal der eine oder andere gehört, das ist ein sogenannter Fork, ist eine Kopie voneinander, da wird kompetitiv entwickelt, weil man sich nicht ganz einig ist, wie man das Ökosystem bespielen möchte. Aber die Empfehlung, die man in jedem Fall aussprechen kann, ist, auf Nextcloud zu setzen, wenn man mit Dateien umgeht und die verteilen möchte. Dann die fünfte Empfehlung, die erfahrt ihr jetzt gerade am eigenen Leib. Das ist eine Plattform, die eigentlich dediziert ist fürs Online-Lernen. Hat von daher eher so die Charakteristik von einem Remote Classroom. Big Blue Button hat eine Reihe von ganz, ganz, ganz praktischen Features, nämlich sehr leichtgewichtig zum Beispiel Aufzeichnungen von Talks anzufertigen, so wie wir das jetzt gerade auch machen. Man kann sehr, sehr einfach die Folien teilen, man kann sehr einfach Umfragen durchführen, man kann sehr große Räume mit vielen Moderatoren bespielen. Es gibt Breakout Rooms, die gesamten Konzepte. Man kann parallel zusammen Videos schauen. Das ist auch so eine Unique Selling Proposition, gibt es bei vielen anderen Tools nicht, weil auf jedem Client einzeln gestreamt wird, läuft also wirklich flüssig auch in 4K.
Big Blue Button ist wirklich eine starke Alternative. Seit Anbeginn der Pandemie hosten wir CH Open hier gemeinsam mit GreenCH, eine freie Instanz für die Schweiz, die mittlerweile von mehr als 3000 Personen genutzt werden. Und wir haben die mitunter auch schon für große Online-Konferenzen mit bis zu 250 Leuten pro Raum durchgeführt. Also das Tool verhebt auch für große Calls und genau, hier auch in Anführungsstrichen deployed auf grüner Infrastruktur. Aber wir kommen zum Thema Plattform und Deployment in einem späteren Teil des Vortrags. Dann, wenn man ein bisschen leichtgewichtiger unterwegs sein möchte, weil im Prinzip dieses auch digital unterwegs sein, digitale Meetings abhalten zu können, eine weitere Empfehlung, die man da aussprechen kann, die man häufig vorfindet, ist Jitsi, auch so ein Just-in-Time-Meet-Plattform, auch im Browser realisiert. Also das Tool heißt Jitsi Meet, es gibt es auch für den Desktop. Ich meine jetzt hier, oder die Empfehlung gilt ganz klar für Jitsi Meet und bietet einen ähnlichen Funktionsumfang wie Big Blue Button, ist aber eher ein Raum und nicht ein Raum von Räumen, so vom Konzept her. Aber Jitsi auch eine ganz klare Empfehlung. Dann jetzt, um die Analogie vielleicht noch zum Schweizer Taschenmesser herzustellen, das ist mir vielleicht so die Nagelfeile oder der Zahnstocher, den man rausnimmt. Also wirklich ein ganz kleines Tool für eine ganz spezifische Aufgabe, aber dennoch nicht minder nützlich, wenn man beispielsweise Meetings mit verschiedenen heterogenen Gruppen abmachen muss und man muss einen gemeinsamen Termin finden. Nutzen heutzutage viele eine Plattform mit dem Namen D und dann Doodle. Und es gibt ein sehr gutes Open-Source-Projekt, das da heißt Framer Date, ist eine französische Firma, die dahinter steht und das federführend eine ganze Zeit lang entwickelt hat. Und die ist so ganz klassisch, eben eignet sich sehr gut dafür, um entweder Zeiten zu finden oder allgemein irgendwelche dezentralen Umfragen durchzuführen. Benutzen wir im Prinzip auch so gut wie jeden Tag, erstellen wir so eine solche Framer-Date-Umfrage. Dann noch so ein kleines Tool, was aber sehr, sehr vielseitig ist, ein sogenanntes Etherpad. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört oder vielleicht in dem einen oder anderen Tool verbaut, schon mal selber kennengelernt. Kollaborative Editoren, Texteditoren im Browser, wie man sie zum Beispiel aus Confluence heraus kennt. Gibt es auch in der freien Variante, heißen dann Etherpad. Sind zum Beispiel hier in BigBlueButton auch integriert. An der linken Seite gibt es den Punkt geteilte Notizen. Dahinter steckt ein Etherpad hier im BBB. Auch da merkt man schon so ein bisschen die Komposition von bestehenden Lösungen, wird auch im Open-Source-Universum sehr stark gelebt. Dann Empfehlung Nummer 9 und an der Stelle ist das eine relativ große Empfehlung und in Anführungsstrichen eine Empfehlung, ein bisschen eine Wette auf eine Zukunft. Die Empfehlung 1 bis 8 sind wirklich etablierte Player am Markt. Die Empfehlung 9 ist the new kid on the block, wenn man so sagen möchte. Es ist quasi die Zukunft, also aus unserer Perspektive oder aus der Perspektive verschiedener Beratungsmandate, so die aktuelle Zukunft des asynchronen, dezentralen, auf Open Source basierten Messagings. Da, wo vielleicht heutzutage als offene Variante der eine oder andere schon Signal kennt, aber im Prinzip die halbe Welt WhatsApp nutzt, gibt es in Zukunft die Möglichkeit, dass sich das Ganze durch Matrix löst oder durch Matrix löst. Matrix ist das Protokoll. Das Ganze ist dann client-agnostisch, also es gibt viele verschiedene Clients in verschiedenen Sprachen und verschiedenen Flavors implementiert. Für den Desktop oder auch für das Mobiltelefon ist Element das, was sehr wahrscheinlich am gängigsten und von euch am einfachsten zu verwenden sein wird. Die Unique Selling Proposition zu zum Beispiel Signal oder anderen Messaging-Diensten an der Stelle hier ist, dass es ein föderales, dezentrales System ist. Also ähnlich kann man sich das vorstellen wie E-Mail, eben nur für Chat. Ja, also jeder kann seinen eigenen Matrix-Server betreiben, die können untereinander föderiert werden und genau, also man ist nicht abhängig von der einen zentralen Instanz, die von dem einen zentralen Player betrieben wird. Und dann last but not least, und jetzt habe ich gedacht, ich bringe was mit, weil ich mich ja auf 10 Tools begrenzen muss und es gibt ganz, ganz viele verschiedene. Ich habe gedacht, ich bringe was mit, was vielleicht eine höhere Nähe zum Finanzthema oder auch zum Thema Business hat. Es gibt eine sehr gute Software, die von einem Entwickler von SAP geschrieben wird, der ist auch quasi der de facto Standard auf sehr, sehr vielen YouTube-Kanälen ist. Das ist die sogenannte Software Portfolio Performance. Jetzt Ebenenwechsel, Layer Change. Ist Software, um Portfolios zu analysieren, also Investment-Portfolios, Asset-Allokationen transparent zu machen, Zinsfüße transparent zu machen und ist so eine Software eben, wenn man Portfolios pflegen möchte oder Portfolios im Blick haben möchte, wie sie sich über die Zeit entwickeln, wo vielleicht bestimmte Risiken oder Ähnliches drinstecken, eine Software, die man definitiv empfehlen kann.
Das ist mehr so, die 10 habe ich mir so als persönliche Empfehlung, ist vielleicht jetzt nichts, was ich habe versucht, was für die Zielgruppe entsprechendes noch mitzubringen. Also das waren jetzt sogar tatsächlich die 10 Empfehlungen in 10 Minuten. Wir sind plus minus in der Zeit durchgekommen. Und wer noch mehr haben möchte, ich sammle seit einiger Zeit oder wir sammeln seit einiger Zeit an zentraler Stelle eine Liste von Listen, die den Zugang zu Plattformen ermöglicht, die solche Alternativen auffindbar macht. Und da gibt es 3 Stück an der Zahl. Ich springe hier mal ganz kurz einfach in die Plattform rein. Die eine ist Alternative 2, die nächste ist Open Source Alternative 2 und die nächste, die wir auch häufig verwenden, ist Open Source Builders. Das sind alles Plattformen, wo ich für eine ausgewählte Bestandssoftware zum Beispiel mir anschauen kann, was gibt es für Open Source Alternativen. Immer mit ganz kleinen Informationen als KPIs oder als Metriken, dass man es beurteilen kann. Wie viele Likes hat das hier? Zum Beispiel 6000 Likes. Ist in der Sprache JavaScript geschrieben und steht unter einer sehr, sehr wenig restriktiven Lizenz und einer Apache 2 Lizenz. Also das vielleicht noch so als weiterführender Link und weiterführende Informationen, wenn man noch mehr Tools und vielleicht den eigenen Bestandsteil mal durchprüfen möchte. Jetzt habe ich gesagt, im dritten Teil des Vortrags wird es noch ein bisschen detaillierter und wir wollen einmal einsteigen in die Welt der Lizenzen. Denn das, was ich zurzeit vorgestellt habe und was ich jetzt gleich noch in der nächsten Folie kommt, sind im Prinzip erstmal jede Menge Rechte, die Open-Source-Lizenzen euch als Nutzer einräumen. Das erste Recht hatten wir schon. Das ist das Recht der freien Nutzung. Can be used free of restrictions. Dazu kommen, ich habe eingangs gesagt, es sind 4 Freedoms. Dazu kommen noch 3 weitere. Und zwar sind das die, die man vielleicht heutzutage in der materiellen Welt auch so als Right to Repair verstehen würde. Man muss offenlegen oder muss bei Open Source Software, wenn man sie so nennen können möchte, nachweisen, dass, also durch die Lizenz nachweisen, dass der Quellcode offengelegt wird, also von jedermann eingesehen und studiert werden kann. Dass wiederum der Quellcode verteilt werden kann und kopiert werden kann und wiederum Modifikationen am Quellcode verteilt werden dürfen. Ja, also dieses typische Derived Work muss zugelassen sein und das Ganze eben für das freie Artefakt, was ich initial nutze und beziehe. Das sind die sogenannten 4 Freedoms und das ist so, wenn man sich eine Sache zu Open Source merken möchte und eine Sache, die ihr mitnehmt so zu der Grundmechanik hinter Open Source, dann merkt euch genau diese 4 Freedoms, dass es diese gibt und vor allem Freedom to Use. Denn wenn man jetzt, so wie auf solchen Vergleichsplattformen oder ähnlichem, in das Thema Open Source einsteigt, dann wird man mitunter eine ganze Reihe von Lizenzen immer wieder sehen, aber es gibt dann doch an der einen oder anderen Stelle kleine und feine Nuancen. Denn in diesen 50 Jahren, ich hatte es kurz am Anfang umrissen, die ist das Thema Open Source, eingangs 20 Jahre, 25 Jahre als Free Software, und seitdem in beiden Flavors und unter anderem als Open Source, die es diese gibt, sind jede Menge Lizenzen geschrieben worden, die heutzutage durch die OSI anerkannte Open Source Lizenzen sind. Roundabout 300 Lizenzen. Es sind mitunter auch Lizenzen in unterschiedlichen Versionen, aber nichtsdestotrotz sind es 300 unterschiedliche Lizenztexte. Und da wird es dann halt interessant oder wird es spannend, wenn wir da jetzt einsteigen würden, als Dozent an der Hochschule, machen wir das auch an einem Nachmittag mal 2 Stunden, dass wir da mal reingehen. Aber da braucht man die Rechtsabteilung. Ja? Also wenn es da wirklich Detailfragen oder Ähnliches gibt, braucht man die Rechtsabteilung. Ich bin selber auch kein Rechtsanwalt. Ich versuche dennoch mal eine ganz einfache Einordnung dieser Lizenzen und der Rechten und Pflichten, die damit einhergehen. Denn ich habe es eingangs schon gesagt, das, womit man vom Storytelling her häufig als erstes kommt, sind die Rechte, die man als Nutzer bekommt. Freedom to use, to study, change and distribute. Was man aber mitunter dann vielleicht nicht liest im Kleingedruckten, nachdem man die gesamten Rechte gelesen hat, sind die Pflichten, die damit einhergehen. Und bei den Pflichten kann man die Lizenzen im Prinzip, und hier benutze ich wieder Material von der To-Do Group, kann man die Lizenzen grob, ganz grob, diese 300 Lizenzen in 3 Klassen einteilen. Und zwar im linken Spektrum oder im Spektrum, wo hier steht more permissive, also sie lassen viel, viel mehr zu, gibt es Lizenzen wie Apache 2, die wird man auf vielen Projekten finden, die MIT-Lizenz oder die BSD-Lizenz vorfinden. Und dann, da im Prinzip gilt als eine Regel, die ihr euch merken könnt bei der Pflicht, wenn ihr eine solche Komponente einsetzt, ja, dann kommen alle Freedoms mit einher. Es kommt aber zum Beispiel die Pflicht bei euch, dass ihr Attributionen zollen müsst. Also ihr müsst eigentlich sagen, hey, ich benutze diese Komponente, danke.
also danke muss man nicht unbedingt sagen, man muss sagen, ich benutze diese Komponente. Ja? Also ein Attribute, das sind alles sogenannte Attributionslizenzen. Man muss zumindest sagen, ich benutze im Kern diese Lizenz. Mit dem Lizenztext drin. Und auf der rechten Seite der Grafik, wo der Fall hingeht in Richtung Reziprozität oder more reciprocal, da findet man sogenannte Copyleft-Lizenzen. Also Lizenzen, deren Artefakte, wenn man sie nutzt, dazu führen, dass der Einbettungs, häufig ganz simplifiziert, dass der Einbettungskontext, in den das Artefakt eingebettet wird, auch unter diese Lizenz gestellt werden muss oder auch unter diese Regeln fällt. Das gilt im ganz strengen Sinne, auf der rechten Seite ganz streng, ja, also bei der AGPL und bei der GPL, bei der AGPL sogar bei der Einbettung, wenn es Netzwerkkommunikation beinhaltet. Es gibt an der Stelle noch keine wirklichen Rechtsfälle, aber viele Unternehmen schließen aus, dass AGPL im Backend genutzt wird zum Beispiel, weil ansonsten diese man hat das eine Zeit lang als Infektionsgefahr für das umgebende Ökosystem eingestuft, selbst durch einen Netzwerk-Call gegeben sein könnte. Deswegen viele Firmen verbieten die AGPL, GPL oder auch LGPL, also wo das Copyleft nicht ganz so stark ist, also nicht auf die Netzwerkebene gezogen wird, sondern mitunter einfach auf die Einbindungsebene gezogen wird. Oder bei der WeCopyleft bezieht sich das immer auf Modifikationen, die das Artefakt selber angeht. Wenn ich die distribute, muss ich sie auch veröffentlichen. Das ist der quasi die herauskristallisierte Kernkondens von einer WeCopyleft. Und dann davon losgelöst gibt es eben noch Closed-Software. Darüber sprechen wir jetzt heute an der Stelle nicht. Aber so eine ganz grobe Klassifikation mit einer Namensnennung von existierenden Lizenzen und der ungefähren Eigenschaft, mit der sie einherkommen. So, und jetzt fragt man sich, jetzt neben der Lizenz und vielleicht auch neben den Pflichten, die mit der Lizenz einhergehen, was gibt es ansonsten noch für andere Evaluationskriterien, die ich heranziehen muss oder möchte, wenn ich so eine Open-Source-Komponente, sei es eine kleine Library oder auch eine Open-Source-Lösung, evaluieren möchte. Und da habe ich zwei Plattformen mitgebracht und bei den Plattformen einen Link zu dem Projekt, was ich euch gerade vorgestellt habe, zum LibreOffice-Projekt. Und da springen wir einfach mal ganz kurz rein, weil die zeigen schon ganz gut, welche Metrik man auf einen Blick heranziehen kann, um ein Open-Source-Projekt zu beurteilen. Ich bin jetzt hier als erstes in das Projekt LibreOffice bei OpenHub gesprungen und OpenHub macht Folgendes: Dadurch, dass der Quellcode offen ist, crawlen sie im Hintergrund den Quellcode und analysieren, was in dem Projekt los ist. Also zum Beispiel nicht nur, welche Lizenz ist auf dem Projekt, sondern wie viele Transaktionen, wie viele Modifikationen wurden gemacht, von wie vielen Individuen, wie viele Lines of Code sind das eigentlich, in welcher Sprache ist das geschrieben, wie lange gibt es das Projekt schon, wenn ich hier weiter runtergehe, wie lange gibt es das Projekt schon, in dem Fall jetzt hier schon seit 2001 und davor. Wann, zu welcher Zeit gab es eine hohe oder niedrige Aktivität der Partizipation der Community? Wie sieht es aus mit dem Security Confidence Index? Da gibt es verschiedene Metriken, die man benutzen kann, um das einzustufen. Wie entwickelt sich die Commit-Rate über die Zeit? Man sieht schon, in den letzten Jahren gibt es noch regelmäßig Commits, aber es gab mal eine viel, viel aktivere Zeit vom Projekt. Und ich habe eingangs gesagt, ich würde auch mal heute ein bisschen mit Werten spielen. Was müsste man denn heute investieren? Das ist auch eine interessante Zahl, mit der man ab und zu mal spielen kann. Was müsste man heute investieren bei einem durchschnittlichen US-Jahresgehalt, was hier noch mit 55.000 US-Dollar angesetzt ist, um ein Projekt zu realisieren, was, also an der Stelle hier wird das Kokomo Estimation-Modell verwendet, um diese Zahl zu ermitteln. Also man bräuchte 3.000 Personenjahre, müsste man investieren, um diese Software-Referenz zu implementieren. Mit der ähnlichen Codebasis, mit einem ähnlichen Alter, was dann auf einen auf eine, also Investitionssumme, die in diesem Artefakt drinsteckt, von 164 Millionen US-Dollar sich beläuft. Und da gibt es viele, viele der Beispiele, wenn wir die jetzt heute nehmen würden, würden uns die auf der Plattform anschauen, dann kommen da mitunter erstaunlich große Zahlen raus, weil die Projekte schon sehr alt sind und weil sehr, sehr viel Know-how da reingeflossen ist. Das ist der eine Sprung, den ich euch zeigen wollte. Der andere Sprung, den ich zeigen wollte, ist eine etwas neuere oder viel neuere Plattform, die im Prinzip auch das Gleiche macht. Sie analysiert Repositories, Open Source Repositories, der Code ist offen und zeigt, wie aktiv ist die Community, wie viele Stars gibt es. Das ist etwas moderner aufgemacht, an der Stelle jetzt eben 2000 Stars zum Beispiel. Wie heterogen oder wie hoch ist auch der Busfaktor im Projekt? Von wie vielen Leuten hängt dieses Projekt ab? Gibt es einen Kernentwickler und wenn der morgens vom Bus erfasst wird, der sogenannte Busfaktor, dann habe ich im Projekt ein Problem. Und dann sieht man schon, hier an der Stelle habe ich kein Problem. Es gibt mehr als 100 Leute, die das Projekt durchgehend beherrschen und begleiten. Ich habe eine
Dezentralität der Kontributoren von den Ursprungsländern. Und ich habe auch eine grobe Einschätzung hinsichtlich, wie wird das Projekt geführt, was gibt es für eine Governance. Jetzt auf die gesamten anderen Teilbereiche können wir heute nicht einsteigen. Wir können diesen Input hier auch gerne, wenn es gefällt, als Auftaktveranstaltung sehen und wir können über all diese Teilthemen, die man jetzt hier in der Bewertung der Metriken sieht, noch gerne im Detail besprechen. Aber das sind so High-Level die Dinge, die man heranziehen würde, wenn man versucht zu entscheiden und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß ist die Community, was ist da für eine Community, die hinter diesem Artefakt steckt. Sehr gut. Jetzt würde ich vorschlagen, ich bin zwar 5 Minuten im Verzug beim Referieren, aber ich würde mich dennoch wagen, nochmal kurz das Kapitel 4 anzuschneiden und ein klein wenig die Flughöhe zu verändern und aus meiner Perspektive 2 Trends herauszuarbeiten, die aktuell Schweiz lokal sowie international im Bereich Open Source sehr, sehr wichtig sind und vorangetrieben werden. Und die beiden Trends, die ich da mitgebracht habe, habe ich hier auch ganz simplifiziert zusammengefasst und auf 2 Dinge versucht herunterzubrechen. Und zwar kann man sich, also Open Source, das Kind Open Source nennt man heutzutage auch nicht mehr unbedingt Open Source, sondern es kommt in einem anderen Gewand daher. In der Schweiz häufig, mitunter auch bei uns am Institut, unter dem etwas weiter gefassten Begriff der digitalen Nachhaltigkeit, wo dann nicht nur die offenen Quellen dazu gehören, sondern mitunter auch die offenen Daten. Können wir gerne später auch noch diskutieren. Und wenn man das Ganze noch weiter hebt, zum Beispiel auf die europäische Ebene, dann geht es auch sehr stark um das Thema Souveränität oder eben den Sovereign Cloud Stack. Und da wollte ich noch 2 Inputs bringen. Das eine ist, wenn ihr euch zum Thema digitale Nachhaltigkeit informieren wollt, da gibt es ein Konzept, das bei uns federführend am Institut auch verantwortet wird, das Konzept der digitalen Nachhaltigkeit. Und die digitale Gesellschaft, auch eine NGO aus der Schweiz, hat eine sehr gute Broschüre rausgebracht, Nachhaltigkeit im Digitalen oder digitale Nachhaltigkeit. Denn das Ganze ist eine zweiseitige Münze. Ich habe eine nachhaltige Digitalisierung, das betrachtet die materielle Welt. Und ich habe die digitale Nachhaltigkeit, das betrachtet das Wissensgut und die Bewirtschaftung dieses immateriellen Wissensgutes. Wer da weitere Informationen haben möchte, kann gerne diesen Links folgen. Der erste führt eben zur digitalen Gesellschaft und der zweite zu einer sehr interessanten Initiative, an der auch die UN beteiligt ist und mitunter auch SDGs der UN-Charta sich widerspiegeln. Die sogenannte Digital Public Goods Alliance oder DPGA ist ein Standard, der aktuell erarbeitet wird für eben digitale immaterielle Güter und dort wird er mit SDGs verknüpft. Die bauen aktuell ein Register auf, gibt sehr, sehr viele verschiedene Parteien, die sich dort mit engagieren. Und es geht auch hier etwas darüber hinaus, nur Open Source Software zu betreiben oder zu betrachten, sondern es geht auch in Richtung Open Data. Und ein Thema, was ich für heute explizit ausgeklammert habe, das Thema Open AI. Aber ich glaube, das wäre auch nochmal ein sehr spannendes Thema zu beleuchten, wie das ganze Thema bespielt wird. Auch da haben wir sehr starke Projekte in der Schweiz. Also DPGA als 2. Referenz, die ich nennen möchte heute. Dann eben das Thema digitale Souveränität. Und ich hatte mit Ralf am Anfang besprochen, sprechen wir auch über Plattformen, sprechen wir auch über Businessmodelle. Und das ist die Folie, die ich zu dem Thema dabei habe. Wir haben kurz gesagt, versuchen wir einzuordnen, was ist denn eigentlich Infrastructure as a Service? Was ist denn Container as a Service? Was ist denn eine Plattform as a Service? Was ist eine Function as a Service? Im Prinzip, die Grafik fasst das alles zusammen. Diese Dinge stehen heutzutage übereinander und je nachdem, um was ich mich kümmern möchte, zu betreiben, muss ich dann entweder eine Infrastruktur als Service beziehen, eine Plattform als Service oder einen Container als Service, eine Plattform als Service oder vielleicht nur Funktionen oder auch nur die Software als Service. Ja, also das ist je nachdem, auf welchem Layer dieses Software-Stapels ich aufsetze, spreche ich von verschiedenen Betriebsmodi. Und an der Stelle wichtig zu verstehen ist, dass aktuell gibt es auf der EU sehr viele Bestrebungen und Bemühungen. Das ist das Gaia-X-Projekt bzw. der Sovereign Cloud Stack. Und auch hier der Link zur Sovereign Cloud Stack Community wird primär getrieben durch unseren Schwesterverein oder größeren Verbandsverein der OSPA in Deutschland und auch durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in Deutschland finanziert, wo man im Prinzip versucht, eben diesen gesamten Software-Stack, der mitunter nicht ganz trivial ist, aber den heutzutage alle Hyperscaler verwenden, um ihre Plattformen oder Software und Services zu verkaufen und zu monetarisieren, auf eine durch und durch Open-Source-basierten Stack zu stellen und einen offenen Standard zu stellen.
Nicht minder ist das der Anspruch vom SCS bzw. vom Gaia-X-Projekt. Und vielleicht auch da nochmal kurz als Definition und als Einordnung. Ich muss verstehen, das, was ich heute vorgestellt habe und die 10 Empfehlungen, die ich gegeben habe, das sind Projekte, das sind Open-Source-Projekte. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es gibt die Möglichkeit, und da haben wir heute nicht drauf geschaut, es gibt die Möglichkeit, daraus Produkte abzuleiten, ja, das direkt als Produkt zu monetarisieren. Was man heutzutage viel häufiger vorfindet, ist, dass das in Form von Plattformen betrieben wird und dass diese Plattformen monetarisiert werden. Ich habe jetzt hier explizit mal nicht monetarisierte Plattformen mitgebracht, weil es gibt auch das Gegenbeispiel, was man dann zum Beispiel auf einem Sovereign Cloud Stack gerne betreiben können wollte. Und zwar haben wir vorhin zum Beispiel ein Tool wie Framerdate kennengelernt, oder ich habe es Framerdate genannt. Wenn man das als Plattform benutzen möchte, als zentral betriebene Plattform und Lösung, gibt es zum Beispiel von dem deutschen Verein Digital Courage eine Instanz, die nennen sie Noodle. Deswegen viele bei uns in der Community kennen immer nur wir Nudeln und wir Dudeln nicht. Man benutzt dann aber implizit ein Open-Source-Projekt, was da heißt Framerdate. Letzteres kennt dann wieder keiner. Und genau, das ist das Thema Plattformen. Also die Software oder die Open-Source-Projekte werden häufig auf Plattformen betrieben und haben dann nochmal ein ganz anderes Gewand. So ein Etherpad, wer das mal ausprobieren möchte, die Wikimedia Foundation hostet eine freie Instanz. Die funktioniert auch sehr gut. Ich benutze die im Privaten sehr viel. Die BBB-Instanz, die wir heute nutzen, könnt ihr auch sehr gerne nutzen. Frei zugänglich, einmal registriert und losgelegt. Und dann habe ich noch das Jitsi mitgebracht, das Jitsi Meet. Das wird bei 8x8 in den USA betrieben. Kann jeder selber entscheiden, ob er da sich einwählen möchte. Aber das sind auf jeden Fall so leichtgewichtige Wege, das einfach mal zu verwenden. Jetzt zum Ende habe ich noch eine kurze Zusammenfassung und dann können wir gerne in den Diskurs gehen. Ich wollte für euch heute Anknüpfpunkte und Ansatzpunkte mitgeben. Wie könnt ihr oder was könnt ihr einfach nutzen? In einem zweiten Schritt haben wir uns angeschaut, wie können wir das auch evaluieren? Was gibt es so an Metriken, die man heranziehen kann, an Plattformen, die man heranziehen kann? Und dann zwei Trends mitgebracht, Sustainability und Sovereignty, also Souveränität und Nachhaltigkeit, die aktuell das Thema Open Source so ein bisschen auch wie umschließen und in sich mittragen. Damit bin ich ansonsten durch mit dem Vortrag. Ich habe heute gesprochen in einer Doppelrolle als Dozent am IPST sowie der Geschäftsführer vom Verein CR Open. Wir sind natürlich immer froh, wenn sich vielleicht mehr Leute für das Thema Open Source interessieren. Wir veranstalten viele Events zu dem Thema, unter anderem Open Education Day, die Konferenz für digitale Nachhaltigkeit in der zweiten Jahreshälfte und auch so die Workshop-Tage immer so rund um den September. Das ist ein freies Weiterbildungsformat, wo man dann auch sehr, sehr viele Open-Source-Lösungen kennenlernen kann. Natürlich sind alle Inhalte heute unter freien Inhalten oder unter freien Lizenzen gestellt. Also die Inhalte und der gesamte Vortrag ist öffentlich zugänglich, auch in Quellformat abgelegt und an der Stelle für jedermann nachträglich einfach einsehbar und ihr könnt nachlesen, was alles in Referenzen drin war. Wer das jetzt in den Folien oder nachträglichen Aufzeichnungen nicht abtippen möchte oder abtippen kann, hier der QR-Code, der zu den Folien führt. Und ansonsten würde ich vorschlagen, wir eröffnen jetzt die Q&A-Runde und können auf der Tonspur gerne mal das eine oder andere besprechen.